Ja, in diesem Video geht es wieder darum, wie du bei Stromausfall kochen kannst. Ich mag dir wieder eine Möglichkeit zeigen und wenn dir das interessiert, dann bleib einfach dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rosser vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Kochen bei Stromausfall, die kleine Serie. Ich habe das letzte Mal ja Brennpaste vorgestellt, da gebe ich dir da den Link und heute habe ich auch wieder etwas Besonderes für dich mitgebracht. Und zwar das hier ist eigentlich zum Käsefondue herstellen, also Käseschmelzen gedacht. Das ist eine Vorrichtung, die hier, da sind halt drei Teelichter, die sind richtig schön eingepackt, die können auch nicht umfallen, das ist nämlich ein ganz großer Vorteil. Und dann gibt es hier eine Schiene, da kannst du die Kochplatte draufsetzen und die Sache ist erledigt. Das kann man auch schön transportieren, fällt nicht runter, ist alles sehr, sehr sicher und du kannst damit, wie ich jetzt hier zum Beispiel, Frankfurter Würstel grillen. Das funktioniert ausgezeichnet, kann ich gleich dazu sagen. Wir machen das auch immer wieder mit den Kindern, weil es lustig und spaßig ist, aber das ist natürlich nur eine improvisierte Lösung. Mir ist klar, dass man diese Frankfurter Würstel ja nicht erhitzen braucht. Ja? Die kann man auch roh essen. Überhaupt kein Thema. Nur, es wäre halt wegen dem Komfort. Ich gebe dir den Link auf Amazon auf diese Teile. Ist eine liebe Sache, aber darum geht es mir nicht. Es geht mir nicht um dieses Ausrüstungsgegenstand, diesen Ausrüstungsgegenstand grundsätzlich, sondern darum, dass du mit Teelichtern improvisieren kannst. Du kannst, so wie ich das letzte Mal gezeigt habe bei der Brennpaste, wie gesagt, Link da oben, wenn du das Video noch nicht gesehen hast, einen Topf hernehmen, den erhöht aufstellen und darunter auf einer nicht brennbaren Oberfläche, das ist irgendein Teller oder was, zum Beispiel ja, die Teelichter der Reihe nach aufstellen und dann zum Beispiel eine Suppe kochen. Und ich möchte aber gleich etwas dazu sagen. Wenn du das ausprobierst, mach das, probier es aus, bevor der Stromausfall passiert, wirst du drauf kommen, dass diese Variante, die auch in vielen Büchern beschrieben wird, funktioniert, aber halt nur funktioniert. Wirklich, die funktioniert also 1,5 Stunden warten und so. Ne? Und extremer Bedarf an Kerzen ist dafür notwendig. Also das ist schon, es ist möglich, aber es ist nicht so tolle. Ich weiß, dass es jetzt vielleicht wieder den einen oder anderen reißt, so wie auch beim letzten Video und sagt, wie kann man das nur sagen? Es ist einfach so, ja, es ist einfach so. Es ist eine Notlösung, aber besser als nichts und es soll ja auch in die Richtung gehen, dass man improvisieren lernt. Das gehört ja zum Survival sozusagen dazu, dass man immer improvisieren kann. Was ganz wichtig ist, wenn man mit offener Flamme arbeitet, ob das eine Brennpaste ist oder eben Teelichter oder Kerzen, das ist irgendeine Art von Löschmittel. Das ist jetzt ein Pulver, das da ist übrigens ein Pulver, ein Pulversprühautomat sozusagen, Feuerlöscher. Das ist im Indoor-Bereich nicht so lustig, da habe ich einen mit Schaum, aber musst du ganz einfach anschauen. Vielleicht beschreibe ich das mal mit einem professionellen Feuerwehrmann an einer anderen Stelle, wenn du da vielleicht Expertise hast und mit mir gemeinsam da etwas tun willst, dann melde dich bei mir. Aber irgendeine Art von Löschen oder ob es eine Löschdecke ist oder was auch immer. Denn ich habe vor einiger Zeit im österreichischen Rundfunk in ORF, ist jetzt schon, weiß ich nicht, 5-6 Jahre her, in der Sendung Newton, ist ein Wissenschaftsmagazin, wenn es das überhaupt noch gibt, und da haben wir da ein Selbstexperiment gemacht, Selbstexperiment mit zwei Studentinnen und haben halt einen Stromausfall simuliert und haben gesagt, okay, ihr müsst jetzt 2 Tage und eine Nacht ohne Strom auskommen. Und ja, die haben, die Mädels, in romantischer Manier, habe ich mir gedacht, in der gesamten Wohnung überall Kerzen so ausgelegt, so hoch und tief und haben dann gesagt, eigentlich ist das voll romantisch. Und es hat auch wirklich schön ausgeschaut und da ich ja als unromantischer Mensch da keinen Sinn dafür habe, aber ich verstehe das alles, ja, verstehe das alles. Nur, ich habe mir gedacht, die waren in Wien gibt es 2 Millionen Einwohner ungefähr, 700.000 bis 800.000 Haushalte, ja? Wenn da jeder dieser Haushalte sowas macht, also mit Kerzen die Würstel grillt oder die Suppe heiß macht und das als Lichtquelle einsetzt, dann Halleluja, einfach von der Wahrscheinlichkeit her, da wird es zu Ausbrechen kommen und wenn du einschläfst und es fällt was um und es fängt jetzt Brennen an und du kommst dann nachher drauf, dann wird da auch der kleine Feuerlöscher nichts mehr helfen und auch jetzt kommt vielleicht der eine oder andere, das kommt nämlich der eine und immer, naja, in Mehrfamilienhäusern gibt es ja in den Gängen große Feuerlöscher. Also
Wie gesagt, ich bin kein Feuerwehrmann, aber ich habe mir angeschaut, wie so Brände passieren können. Da gibt es ja Versuchsanstalten, die da auch Videos veröffentlicht haben. Schau dir das einmal an. Wenn da was anbrennt, wenn es anbrennt, ja, dann brennt jetzt nicht die Wand, sondern es brennt das ganze Zeug da, dieses ganze Plastikzeug und Kunststoff und macht einen irrsinnigen Rauch. Wenn der Feuerlöscher so groß ist und so fett, kann ich damit nur im Anfangsgeschehen etwas tun. Aber wenn der Innenraum brennt, da kann ich einpacken gehen. Ja? Daher, also das ist ein wirklich gefährlicher Aspekt und deswegen ist mein Ansatz auch der zu sagen, für die Lichtproduktion solltest du irgendeine andere Lösung an der Hand haben. Also irgendwas mit Batterien, ja, batteriebetrieben. Ich habe da mal meine Blackout-Lampe vorgestellt, gehe wieder unten den Link in meinen Shop, dort ist auch das Video dazu. Das heißt, dass ich so viel wie möglich wegkomme von der offenen Flamme und dass so viele Menschen wie möglich von der Flamme wegkommen, damit einfach das Gesamtrisiko sinkt, weil die Feuerwehr wird bei einem großflächigen Stromausfall an langanhaltenden auch nicht mehr so handlungsfähig sein, so wie wir das heute kennen. Gut, ja, ein ganz kurzes Video wieder zu diesem Thema. Ja, wenn du willst, wenn dich das Thema Krisenvorbereitung allgemein interessiert, auch im Zusammenhang mit Stromausfall und anderen krisenhaften Situationen, dann gebe ich da unten meine Oma-Liste. Schau dir das ganz einfach an. Kostenlos kannst du dir die Vorratsliste meiner Großmutter väterlicherseits anschauen, die zwei Weltkriege überlebt hat. Und ja, anschauen, was die Dame da sozusagen gehabt hat, beziehungsweise eingelagert gehabt hat, wenn dich das interessiert. Ansonsten sage ich wieder Dankeschön fürs Dabeisein, mag dich um einen Kommentar bitten. Wie siehst du das? Bitte spar auch nicht mit Kritik, sofern sie konstruktiv ist und nicht beleidigend, ist das herzlich willkommen. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Da Abo, wenn du magst, Glocke drücken nicht vergessen, damit du die neuen Videos kriegst. Aber andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dein Rainer Rossmann, bis bald, ciao.